Und dann kam Russell auf die Bühne und uns wurde schon gesagt, er fängt heute an zu pitchen. So, herzlich willkommen hier zum Funnel Hacking Live, Tag Nummer 3, unser Recap von Erkan und mir. In diesem Video gibt's tatsächlich ein paar geile Sachen, denn wir waren eingeladen zum Mittagessen mit Russell Brunson höchstpersönlich. Natürlich waren noch ein paar andere 100 Leute dort, aber trotzdem war es einfach ein geiles Erlebnis und ein geiles Event. Wir haben uns darauf gefreut. 12 Uhr gingen die Tore auf, es war alles angerichtet, sah komplett hochwertig aus. Das Essen war schon auf dem Tisch, es gab Salat mit einem Hähnchen, war sehr, sehr lecker. Aber trotzdem war einfach dieses Gefühl von, du bist jetzt gerade in einem Raum, wo nur private Einladung only, private invite only, Leute waren, die mindestens 1 Million Euro Umsatzvolumen gefahren haben, mit einem bestimmten Funnel, was sehr geil war. Und an unserem Tisch waren Musikproduzenten oder Coach Musikproduzenten auch. Super interessantes Thema, komplett international. Da waren noch zwei, drei Deutsche, unter anderem Michael Mayer mit seiner Frau, Freundin, hätte ich jetzt schon gesagt, Frau. Er sagt Frau, aber eigentlich sind sie nicht verheiratet. Ansonsten super coole Experience, hat super Spaß gemacht. Hochwertige Leute vor Ort, was das Mindset einfach nochmal angehoben hat, die Energie war extrem hoch und dann kam Russell auf die Bühne und uns wurde schon gesagt, er fängt heute an zu pitchen und da übergebe ich jetzt mal an Erkan. Auf jeden Fall hat er in dem Sinne sehr geil die Leute dann angelockt, sehr smart, indem er sagt, hey, ich lade euch ein und hat auch dann entsprechend delivered, also es war ja, wurde ja nirgendwo versprochen, dass wir jetzt eingeladen werden, aber es war dann so, hier habt ihr eine Einladung und dachten uns ja, okay, die Einladung hat ja aus Marketing-Aspekten ja einen Grund, warum er uns einlädt und da haben wir schon gedacht, da muss jetzt was kommen und tatsächlich hat er die Mastermind gepitcht, die Mastermind, es gibt 3 Kategorien, einer der 1 Million Euro Platte hat, einer die 10 Millionen Euro Platte hat, einer die 25 Millionen Euro Platte hat, wir haben ja die 1 Million Euro Platte und da hat er sozusagen die 3 Produkte vorgestellt und wir dachten uns, ja, schon gute Preise, die dann sozusagen verlangt werden, aber er ist schon so lange auf dem Markt, wir nutzen dieses Tool und so weiter und sind uns tatsächlich am Überlegen, dass wir jetzt entsprechend auch die Mastermind buchen und ich glaube, das hat auch für jeden einen Benefit, der ein Kunde von uns ist oder irgendwie mit uns in Kontakt ist. Genau, also erstmal, warum haben wir uns überhaupt oder warum sind wir uns dafür gerade am Entscheiden? Wir sind uns noch nicht 100% sicher, ob wir es machen, aber wir sind in Deutschland auch immer wieder auf der Suche gewesen nach einem Umfeld, ja, an guten Marketern und ich glaube, wir haben mit fast allen guten Marketern in Deutschland so privaten Kontakt. Das ist gut, aber trotzdem fehlt uns einfach nochmal so das Next Level, so, zu erfahren, was kommt in 2 Jahren in Deutschland auf den Markt, was ist aktuell Trend in den USA und hier nochmal von den Primärquellen zu lernen und zu erfahren. Und deshalb waren wir natürlich nicht abgeneigt zu hören, hey, es gibt die Mastermind hier in den USA mit Russell, regelmäßig kommt sogar Tony Robbins auch dann, coacht ein, privat in seinem Business und so, also echt ganz geile Sachen, die dann da vorgestellt haben, weshalb wir überlegt haben, ja, ist ganz interessant und wir wissen, dass unsere Kunden nur besser werden, wenn wir besser werden. Das heißt, wir müssen aktiv immer einen Schritt voraus sein. Wir müssen immer ein extrem hohes Niveau fahren, uns von den Besten weiterbilden lassen und um das Wissen zu filtern und euch hier auf dem YouTube-Kanal, ja, zu präsentieren, aber vor allem auch bei unseren Kunden umzusetzen, anzuwenden und auch bei unseren Mentoring-Teilnehmern, die in unseren Jahresprogrammen drin sind, auch dort direkt so das geilste Wissen auf dem Silbertablett zu servieren, dass die einfach als allererstes immer direkt wissen, was jetzt der nächste Trend ist, was muss ich umsetzen, in welche Richtung geht es, wie kann ich jetzt noch mehr High-Ticket-Closes machen, noch mehr Ausbildung, Coaching-Programme verkaufen und so weiter und so fort. Und deshalb haben wir echt, sind wir gerade echt am Grübeln, ob wir es machen. Wir reden uns ja so oder so die ganze Zeit weiter, aber sehr wahrscheinlich werden wir die Entscheidung treffen. Genau, und da war uns wirklich wichtig, Leute kennenzulernen oder mit Leuten zu arbeiten, die nochmal weiter sind als wir. Aber jetzt nicht so weit, wo wir sagen, okay, der ist ja Milliardär und keine Ahnung, der macht eigentlich nur Mindset und der führt einfach nur andere 100 Führungskräfte, das ist gar nicht mehr im operativen Geschäft, sondern wir wollten wirklich welche haben, die auf dem gleichen Level sind oder einfach nochmal viel, viel weiter, mal mehr aus unserer Bubble in Deutschland kennenlernen. Wichtig ist halt, die machen das sehr amerikanisch, wir müssen es wieder adaptieren auf den deutschen Markt und das ist das, was wir dann sozusagen auch, glaube ich, dann als erstes implementieren werden, was die Amerikaner machen. Als allererstes werden wir dann in Deutschland relativ schnell hinbekommen, das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall davon profitieren auf dem YouTube-Kanal, aber ich glaube, auch die, die noch enger bei uns arbeiten, können davon noch profitieren. Was wir aber danach noch gemacht haben, und es war ganz nice, war ganz cool, alles super, sehr cool gepitcht.
gepitcht und auch die Veranstaltung super nice, hochwertig. Wir wissen aber genau, was psychologisch abgeht, wenn die was sagen und warum die was sagen, weil es ja auch unser Thema ist zum Thema Workshops. Das hat ja immer schon seine Gründe psychologisch aufgebaut. Was aber ganz cool war, Marco und ich haben am Abend sehr krass entspannt, haben gesagt, ey, wir wollten unbedingt hier zum Chinesen gehen und Marco wollte unbedingt von einem, der so eine Kunst aus japanischen Essen macht. Und er hat das schon gezeigt, er hat diesen Move gezeigt, wie das Ganze aussieht und wie er das haben möchte. Und wir hatten ja keinen gefunden und dann war im Hotel hier ein Chinese, ich glaube, der ist sogar hinter uns. Ein Japaner. Aber. Ja. Asiate. Tut mir leid, also wenn wir jetzt das verwechseln. Aber auf jeden Fall, wie bei How I Met Your Mother, wer diese Folge kennt, wo er dann sozusagen mit seinem Werkzeug da agiert und sieht einfach hochwertig aus. Eine geile Kundenerfahrung, wenn einer vor dir kocht, so ein japanischer Typ. Und wir haben noch ein paar Witze gemacht. Ich glaube, der hat 5 Minuten noch über unsere Witze gelacht. Und das war auch mal schön, sowas selber mitzuerleben. Und ja. Genau. Was aber dort auch ganz nice war, ist halt, wir saßen auch da direkt wieder mit Amerikanern am Tisch. Also es waren so eckige Tische und in der Mitte war so die Platte. Das heißt, man kam automatisch mit seinen Gästen, die auch dort saßen, ins Gespräch. Und auch da war es super interessant zu sehen, was die einfach machen, weil die auch weiter waren. Auch die waren in den Masterminds von Russell. Das heißt, auch da war ein hohes Umsatzvolumen am Tisch, was wir auch direkt gespürt haben. Und auch von den Gesprächen her sehr nice gewesen. Der eine, ein super geiles Thema, zeigt anderen Veranstaltungen, wie sie aus den Veranstaltungen, die so verkaufspsychologisch aufbauen, dass du hinten raus auch ein Produkt verkaufst. Und ich dachte, geil, es ist mal nicht nur ein Event, Eventplaner, der einfach nur die Struktur und den Rahmen schafft, Eventhalle, Tickets verkaufen, etc., sondern auch, wie er dir zeigt, dass du, wie du deinen Content auf der Bühne so aufbaust, wie du eine Erfahrung in deinem Event so schaffst, dass du hinten raus auch Produkte verkaufst und Umsatz machst. Super geil, habe ich in Deutschland so noch nie gesehen. Wir haben gesagt, wir merken uns das Ganze mal, weil wir machen das Ganze ja auch online und könnten das Ganze natürlich dementsprechend auch mal offline anbieten. Aber das war super interessant. Ganz viele Real Estate-Leute waren dort, also Immobilienverkäufer, Immobilienhandel, alles war dort. War super interessant, mit denen zu sprechen, einfach zu sehen, was die machen. Haben so ein paar Insights erzählt, weil, ganz transparent, hier wird wenig Party gemacht. Und Erkan und ich sind ja manchmal auch ein bisschen energetischer und haben auch mal Bock, abends mal einen zu trinken. Und er meinte, ja, hier wird keine Party gemacht. Das kann verschiedenste Gründe haben. Vielleicht sollen die Leute sich auf den Pitch konzentrieren, morgens da sein, kein Hangover haben oder so. Das mögen mögliche Gründe sein. Sie meinten aber auch schon, hey Jungs, das ist nicht überall so. Auf anderen Events, auch Marketing-Events in Amerika, geht es auch mal richtig zur Sache. Die Amerikaner hatten tatsächlich auch ähnliche Herausforderungen. Also das Thema mit Facebook-Ads, YouTube-Ads, welche Traffic-Quelle, was ist mit Tracking? Also das ist jetzt nicht so, dass die Amerikaner gar keine Herausforderungen mit dem gleichen Thema haben, sondern die haben die gleichen Themen, ne? Und nur auch YouTube-Ads. Ich meine, funktioniert YouTube-Ads, ist es da besser? Wieso? Gerade ist bei uns YouTube-Ads viel, viel geiler. Das heißt, wenn du bei dir noch keine YouTube-Ads hast, mach YouTube-Ads und melde dich dann bei uns oder recherchiere. Aber YouTube-Ads ist gerade das, was aktuell bei uns funktioniert. Am besten funktioniert sogar besser als Facebook. Vorausgesetzt, du bist Experte oder du bist ein Coach oder du hast eine Agenturdienstleistung und willst YouTube-Ads sozusagen für dich anwenden. Und das ist das, was wir den Leuten auch auf jeden Fall mitgeben wollten, zu sagen, ey, lernt YouTube-Ads, weil es auf jeden Fall eine geile Traffic-Quelle ist. Und die, glaube ich, auch sehr guten Umsatz fahren, aber sehr viel, also die auf dem Tisch fahren, auch sehr viel organisch machen und Webinare, die organisch funktionieren, aber Paid-Traffic oder Werbeanzeigen machen die weniger tatsächlich. Und der das Angebot hatte, mit den, wie baue ich das Webinar so gut auf, dass die Leute konvertieren, konnte auch tatsächlich keine Werbeanzeigen. Da meinte ich, wie kriegst du denn die Leute drauf, die dann zu dem Workshop kommen? Und das ist dann aber wieder die Aufgabe der Brand, das dann wieder zu vermarkten. Und das eigentlich war sehr, sehr interessant mit den Amerikanern. Und ich glaube, die Frage auch immer, wenn wir gesagt haben, was wir machen, und haben dann gesagt, ey, ja, okay, Performance-Marketing für Coaches, Experten, Agenturinhabern und haben aber eigene Mentoring- und Jahresprogramme auch und eigene Locations, haben die immer direkt gefragt. Die erste Frage war, Facebook oder YouTube? Ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage hier ehrlich gesagt gehört habe. Facebook oder YouTube? Was macht ihr denn gerade? Was läuft eurer Meinung nach besser?
Und dann haben wir halt die Antwort darauf gegeben. Genau, das heißt, ähnlich wie wenn du es gehört hast, wenn du noch keine YouTube-Ads schaltest oder noch nicht die Fähigkeit beherrschst, unbedingt lernen, weil nur abhängig von organischem Traffic zu sein oder nur unabhängig von irgendwelchen Plattformen zu sein, wie zum Beispiel Facebook, kann langfristig nicht mehr funktionieren. Deshalb resourceful sein, mehrere Fähigkeiten aufbauen, mehrere Plattformen nutzen, um Traffic zu generieren. YouTube-Ads sind ein super Beispiel dafür. Deshalb unbedingt hier unter dem Video klicken, Beratungsgespräch mit uns vereinbaren. Wir schauen uns das Ganze an, wie du YouTube-Ads für dich erfolgreich nutzen kannst.